das, was dann gleich aufgehen wird. Und naja, gut, ich werde die Pause mal wieder nutzen und ich melde mich dann halt gleich wieder, um noch mehr zu verlieren. So, ich melde mich schon mal zurück. Weil hier ja doch in der Pause noch eins läuft. Gucken wir mal jetzt hier irgendwas. Das ist die einzige Hand, die bisher gespielt wurde. Okay, ist auch gut. Ja, bis jetzt ist halt wie gesagt noch überhaupt nichts gelaufen. Ich hoffe aber mal, dass wir dann hier dann doch nochmal irgendwie ein Final erreichen. Naja, wie gesagt, ich meine, es ist jetzt nicht so überdramatisch, dass es bis jetzt noch nicht gelaufen ist. Am Anfang war halt ein bisschen doof und rumgegambelt, aber muss man, wie gesagt, auch mal machen. Sollte dann halt bloß mal klappen auch. Da ist man nämlich ganz schnell mit dem Geld wieder oben. Und ja, ich meine, wenn wir jetzt hier vielleicht mal den einen oder anderen Final erreicht, dann haben wir das Minus, was bis jetzt erreicht wurde, auch ganz schnell wieder raus. Das brauchen wir uns eigentlich nicht so viele Gedanken machen. Aber dafür muss ich dann jetzt halt mal PokerStars langsam zusammenreißen. Mal ein paar Situationen halten lassen. Ein paar klare, ein paar wenig, drei Routen und vielleicht auch mal aussagen lassen. Weil wie gesagt, es ging ja gestern ganz gut, aber heute darf es halt mal wieder auf gar keinen Fall klappen. Weil, na, wenn es zu lang gut läuft, ist halt auch Mist. So, und wir sehen hier, dass die ersten unten noch wieder losgehen, das ist eigentlich ganz gut. Ich meine, wir fangen jetzt auch nicht an, unser Spiel zu ändern hier oder so, weil ich meine, jetzt so dramatische Fehler wurden jetzt nicht begangen. Ob wir jetzt dort hier den einen am Anfang hätte runterkommen müssen, diesen Fisch dort, weil es ganz gut in Chips war, weiß ich nicht. Warum mach ich mir jetzt auch nicht den Kopf drüber, ich meine. Meine Ressourcen brauche ich jetzt woanders. Tja. Ich meine, es ist auch erstaunlich, dass bis jetzt nirgendwo eigentlich jetzt erstmal was wirklich interessant dabei ist. Also, ist ja noch nicht mal ein guter Stack in später Position, also in später Tournament-Phase. Nichts eigentlich bis jetzt. Wir haben bis jetzt noch nicht mal eine späte Tournament-Phase. Ich meine, ich wäre ja auch gerne mal mit einem Scheiß-Deck in einer späten Tournament-Phase, weil das kann man ja ändern mit diesem Scheiß-Deck. Aber ne. Oh, da ging was zu. Das war, muss ich sagen, Ace-Jack suited oder Ace-8. Eins von beiden wird es schon gewesen sein. Naja, wir versuchen es halt weiter hier und sowas. Das dreschen wir jetzt hier einfach rein, weil es ein Pocket und so schlecht wird es schon nicht darstellen. Gegen den Minrace und Call hier, gegen den vielleicht, mal sehen. Vielleicht schaffen wir es gegen den zu flippen oder gegen einen von beiden zu flippen oder vielleicht schaffen wir es auch ein Pot so mitzunehmen. Ist auch gut. Das ist eigentlich auch der ganze Grund, warum man das dann reindrischt da. Weil, wie gesagt, manchmal flippt man und manchmal ist man crasht, aber man nimmt ihn halt auch oft einfach so mit, weil die Leute das gar nicht so gemeint haben mit dem Racer. Och, was ist das denn wieder? Ich weiß gar nicht, ob das sinnvoll ist, das zu machen. Ne, ich entscheide mich mal dagegen. Ja, hier. Das ist wieder mal typisch. Die Vieren kriegen es halt in den Arsch geschoben. Wir können eigentlich nur drum herum cruisen, wie auf besten Wege. Oh, 400 zu teuer, Kunde. Überleg dir mal, was du bettest. Thank you.
scheint ja auch überall drin zu sein. Komisch eigentlich. Sehr scheiße, der Typ. Scheinbar gehalten zu haben. Häufig. Ja. Dinger halten halt doch ganz gut. Und wir beginnen weiter, irgendwelches Zeug mitzunehmen hier und 10 nicht zu füllen. Auch wenn es der King reinstellt, oder gerade wenn es der King reinstellt, was ich meine. Das war mal eigentlich schon mal so sehen jetzt. Ja, jetzt King und trifft göttlich. Oh, meine Güte. Warum es nicht mehr halten kann. Warum nicht mehr jetzt die Flips langsam gut gehen können. Eigentlich glaube ich auch der einzige Grund, warum man nach einer Zeit immer tiltet bei Stars, weil die haben halt wirklich ihre Phasen, da geht gar nicht. Da darf man nicht gehen, da muss jeder Fisch gegen ihn treffen. Jeder. Und das war jetzt gerade kein Fisch, aber da muss er halt trotzdem treffen. Dafür kriegt man hier manchmal Aces und die könnten jetzt ja mal halten. Nee, wie vorhin Kings und ganz am Anfang Aces und so. Das wäre jetzt eine gute Situation, um es auch mal aufzudoppeln. 10.000, fertig. Oder 12.000 sind ja schon im Pot. Queens und Queens zu Insta müssen Queens jetzt hier setten gegen meine Aces. Ich meine nicht, dass da die folgen sollen. Nee, die Queens sollen einfach mal nie treffen. Und meine Aces sollen halten, so wie ich das gehört. Kann nicht sein, dass ihr jedes Mal irgendeinen scheiß Paar settet. Und so kommt man natürlich nie in die späte Phase, wenn jetzt hier ständig irgendwelcher Scheiß passiert. Ja, und jetzt wird er wieder lustig und Karte auch schon Käse. Toll, eine 5. Vielleicht kriegt man jetzt hier noch ein Ass dazu oder noch eine 5. Ich meine, wir werden wissen, hier 10-9. Es wird immer besser hier. Hat er mir sogar einen Gefallen getan. Mit 6 BB legen wir nichts weg, was irgendeine Treffbarkeit hat. Mit 8,5 trifft gegen meinen Korb. Warum? Warum muss jetzt jeder treffen? Und was soll das hier? Aces, ne? Darf ich jetzt auch mal sagen? Ne, Aces müssen hier setten. Weil Aces bei anderen setten können, nur bei mir nicht. Oh, jetzt gehen sie wieder nicht schnell genug auf, die Dinger. Mann, mach los. Auch entlegt man immer die Fenster da drüber. Nervt. Interessiert mich nicht. Ach, da können wir nicht ausrasten. Und hier, der Junge hat natürlich nichts. Jetzt muss es ein Mikro sein, gut. So schön, jetzt kriegen wir wieder Ace-Jack gut hier gehen und können es nicht mehr folgen. Und dann sollten wir auch einfach die beobachten. Ja, es wird besser sein. Wir gucken uns jetzt eigentlich gar nicht an, wie wir flippen und gucken uns gleich mal an, wie viele Fenster noch offen sind. 19, 11, ja, 1 muss auf jeden Fall wieder auf, weil es erst. Was bin ich jetzt hier drin mit 9,7, na klar. Alter, hör auf zum Hinreisen. Wir versuchen jetzt mal hier zu stehlen wieder, weil wir immer in späten Phasen an falschen Positionen stehen wollen. Weil der ja früh reist und eigentlich immer vorne ist. Aber naja, das Übliche. Aber der, das ist halt wieder dieses Rest 1000 Hände, also spielt 1000 Hände, da kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass aus 9 jetzt hinten sein soll. Auch wenn es bloß aus 9 ist.
Und vielleicht schafft er auch die einen oder anderen zu holen. Auch wenn das eher nicht so ist. So. Die beiden kriechen langsam aber sicher in die richtige Zone. Aber die Stacks gefallen mir halt noch überhaupt noch nie. Super. Was haben wir für ein Stack? Hallo. Ja, wenn 8. Ah, tight. Nein, doch nicht. Wenn wieder so eine 8 die minraisen muss, wenn sie 3 BB dahinter hat, so ein Quatsch. Reinstellen, fertig. So einen Arsch offen haben. Ja, so schön sind die. Queens, zack, halten. Fertig. Bessere Hand, so wie es zu sein hat. 3-2 hätte ich übelst Lust jetzt zu scoren, aber kann ich leider nicht. So, das floppt relativ gut, also versuchen wir hier mal ein bisschen noch was zu tun. Und dann scheint wieder irgendwo rausfliegen. Ja, das werden wir halt nie, das werden wir jetzt nie loslassen, das ist so Quatsch. So, das schieben wir mal hierher, damit wir vielleicht ein bisschen was sehen. Obwohl wir eigentlich nicht sehen wollen davon. Am besten geheim, sagt man oder so. Tür hier auf, ja, ja. Wollte schon sagen, es hat schon beinahe wieder so ausgesehen. So, ein Connected Tour auch reinbumsen. Der Tor ist jetzt hier, weil der einfach nie länger offen bleiben kann. Schon lange her, ja, dass jetzt immer langsam wieder was geworden ist. Das letzte war ja im letzten Video in dritter Platz, das war ja auch schon unter aller Sau. JMPP, super. S-Check, ne. Und wenn, ne, gegen 4 Leute durch nie, es gegen 3. Ganz wichtig. Was soll denn so ein monumental schlechter Bett? Ja, voll Idiot. Hier muss man was durchhalten, aber. Ach ja, es kommt aber auch nicht großartig interessant, dass jetzt Super Nitty wieder nicht spielen wird. Aber trotzdem überlegt, das scheint sie irgendeine Hand zu haben. Aber es ist halt eine Super Nitty, spielt halt nicht. Ich krieg hier einen Walk mit 6-4, das finde ich immer gut. Das bedeutet, die werden langsam schwul und pissen sich ein und hier ist irgendwas schief gegangen oder ich bin schon lange schwul, weiß kein Mensch, hier greift mal an. Wenn der hier irgendwas macht, haben wir Tapelle durch reinstellen. Ich meine, das jetzt nicht so, als könnten wir uns das jetzt hier leisten, jetzt hier nochmal auszuteilen. Na, da kannst du mal noch füllen, ich meine, klar, das hat ewig viel. Einen großen Stacks kann man sich da auch immer tot verdienen.
Weil King Jack-in wieder drei Betten muss. Und wieder sackt er ihn aus. Es ist. Heute ist man wirklich mal auf der falschen Seite wieder, weil man heute auf der falschen Seite sein muss. Ist völlig klar, und vor allem King Jack trifft kein King. King Jack macht zwei Jacks. So, das könnte man, muss ich jetzt aber nicht, weil es wieder mal so ein Ass-Zwirbel-Lümmel ist. Und hier ist auch wieder AK und hat überhaupt keine Sorgen, das reinzustellen, weil die Leute AK kriegen. Im Big Blind oder wo auch immer. Ja, das war glaube ich Big Blind. Und wenn nie, ist mir auch egal. Die spinnen schon wieder von der Software her. Ja, mach noch was zu, ist auch gut. Super. Gute Idee. Ja, wir haben noch 7 Tournaments offen. Hier müssen gerade 1000 zugegangen sein. Finde ich gut. Das läuft richtig gut heute. Aber es hat halt auch was Gutes, jetzt seht ihr es halt mal, dass manchmal halt überhaupt nicht läuft. Gerade in diesen größeren hier, weil den kleinen Sinngos mag das noch alles gehen, so, da kann man auch immer so ein bisschen, hält sich die Varianz meistens relativ in Grenzen, aber bei den Dingern, boah. Da, hier, ach, schade, ja, Riesack, schön, Riesack, die Leute. Ist halt so schlimm, dass man dann immer so unendlich Zeit oder immer sind die Leute pushen wieder. Was pushen sie? Ass 10? Kommt bestimmt noch was, ne? Gut. Mensch, könnten Queens mal halten. Wahnsinn. So, hier haben wir. Ja, mit Aces werden wir hier natürlich erstmal angelevelt. Sehr gut. Also da kommt hier langsam bestimmt in heiß vor, also von Blinds her zumindest, ja, hier sind wir auch bald im Geld. So, dann wäre es ja mal interessant, wenn wir hier vielleicht irgendwo reinkommen oder so. Ja, brauchen wir natürlich trotzdem wieder mehr Chips, aber irgendwas ist ja immer. Ja, den werden wir auch runterkommen, weil dann ein Vogel hat. Oder vielleicht ein besseres Ass zeigen oder so. Ach Quatsch, das Vögel. Ja, hat sogar ein besseres Ass, aber das zählt nie. Vögel. Nee, wenn's gar nie. Müssen wir aufhören uns überall zu. Wenn ich das sehe, dann krieg ich schon wieder das Kacken, oder was ist denn hier los? Hä? Family Pot bei 400, 800? Fangen sie aber auch alle an. Können wir mal eine Hand und hier können wir unter Kings, auch wenn sie uns langsam gar nicht mehr gefallen. Und die werden nicht fertig, hier fallen 186, mal im Ernst, und checkt immer noch. Und was ist denn? Wie, Queens? Also ich meine, er hat ja ordentlich verdient an Queens und ich kann schon wieder nass von meinen Kings zu kotzen. Aber was war denn das für ein High Risk, alles Mögliche, um hier mit Queens reinzugehen? Ja. Hat er jetzt Angst, dass er sein Essen hier ausbezahlt kriegt oder was ist los? 10-7. Nee. Hier haben wir wieder einen Fisch.
glaube, Pokerstars ist der größte Ozean der Welt. So viele Fische hier drin. Doch, das hätte man sogar rumfischen können. Ja, oben in der Wärme ist natürlich nicht füllen, weil es war ja Quatsch. Und das sind ja eh Supernets, die wir auch nie füllen werden. Leider fülltet ihr aber hier die kennt ihr auch schon seit Jahren. Wie teuer denn noch Kunde? Das kann kein Mensch bezahlen. So, Kunde pusht natürlich mal wieder und aber Dame 5 ist jetzt nie die Hornhand. Da muss ich mich ja auch rein auf meine Dame verlassen. Und ja. Auf Frauen sollte man sich halt nicht verlassen. Hier regnet es irgendwo, Mensch. Kein Stress, kommt zur Zeit wieder mal nichts an. Und der Junge zeigt das Dame, weil er uns zeigen will, dass er nur schöne Hände spielt. Und wir glauben ihm das auch direkt. Vielleicht, wenn ihm bald mal was passiert. Naja, wir versuchen jetzt immer ein bisschen Attacke zu machen. Jetzt kommen langsam wieder Kings und so an, das wird gut. Zumindest solange sie jetzt dann langsam mal anfangen zu halten. Aber die letzten Kings haben ja dann. Wird aber auch unbedingt immer gecallt. Ich will gar nicht wissen, was die schon da haben. Hey, es ist danach zu kriegen, ist auch gut. Und ich hätte ausgesagt, warum bin ich in dieser Hand nie drin? Ich will in diesen Händen drin sein, wo ich mich verdreifachen würde. Das wäre nämlich irgendwie ein bisschen wichtig. Der hat einen Vogel. Der kommt bei mir nicht rein. Also ist es manchmal, gehen sie halt auch alle zu sofort. Weil man eben auch immer so aggressiv alles reinstellen muss und die Leute immer so aggressiv alles callen müssen. Hintereinander weg. Ja, ich hab Bube 7 klar, geht rein. So, in der Art wird man hier behandelt. Ja, ich bin dumm, na dann kann man das. Kein Ding. Ich mal langsam eine Hand kriegen und ja, irgendwie. Nee. Nee, 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 ist nie. Hände sind heute nie. Und 25. Schweine. Na gut, es ist ein Wochenendvideo, es wird tatsächlich das längste Video der Erde über Poker. Über Geld verlieren im Poker, hallo? Ja, das lassen wir nicht los. 10-5 ist Magic, scheiße. Ja, Magic kommt natürlich an. Weil man kann auch 10-5 nicht mehr, also gegen 10-5 kann man halt nicht bestehen, das geht nicht. Ich weiß gar nicht, mit 4 BB wäre ich glücklich nicht mehr loslassen. Weil das sieht wieder mal stark aus, aber natürlich wäre es bei 21 von 22 machen, aber naja. Das sind halt die Dinger, die werde ich nie lernen. Als König sind wir live. Oh, und wir flippen die Straße, so wie sich das gehört. Sehr gut.
Und deswegen lerne ich das auch nie, weil es klappt immer wieder. Das muss natürlich nur dieses gewonnene Glück hier irgendwie einsetzen. Manchmal scheint schon wieder das Tier reinzupuschen, aber das mache ich jetzt natürlich nie. Wir attackieren weiter ein bisschen. Jetzt hier Flip 1, 2, 3, 4. Ja, beim King bin ich halt immer hinten. Ne? Und die Odds stimmen auch nie, um jetzt hier irgendwie durchzudrehen. Also, naja. Huch. Schon mal das Prinzip, also der ist 10, 20 und der Rest auf 42. Alter. Man ist wieder eine super nit, ist klar. Dass wir keine normalen Menschen reisen können. Und mit Queens werden wir jetzt hier reingepusht, das ist immer schön. Von 8. Na dann. Also ich gucke mir jetzt hier auch die Orleans alle nicht mehr an, weil ich meine, das ist vom Arsch. Das werden sie echt sehen. Wenn sie halten, werden sie wahrscheinlich dann irgendwann mal mit einem großen Stack wiederfinden. Seht, die haben so eine Meise hier mit diesem Reingelimpe. So, was haben wir hier? 12 BB. Ach, das probieren wir jetzt natürlich wieder. Wenn wir 12 von 22 sind, werden wir jetzt King Queen reinstellen, UTG. Oh Gott, sind das Minus-EV-Calls, ja. Also, As-5 callt uns natürlich. Trifft eine 5, ist aber eigentlich egal, weil er so oder so vorne ist. So, und hier müssen zwei Leute wieder rein und so. Die sind einfach nicht in der Lage, mal zu folgen. Ne, sind sie nicht. Wir treffen aber auch nichts Besseres. Och, Alter, wie ich den mal callen muss. Vielleicht wird's ja mal ein bisschen connecteder. Wenn er jetzt freidreht, ist er, hat er seinen Schurkarl, weil als versuchtet wäre ich ja nie weglegen, weil die haben alle eine Vollmacke. Ja, sofort. Und damit sehen, ja, ist klar. So, sehr gut. So muss sein, solche Situationen muss man dann irgendwie rausfühlen. Und jetzt hoffen wir durch trotzdem weiterhin zu halten. Problem ist, dass wir den jetzt halt durch nochmal isolieren müssen, weil die Chance geben wir dem schon. Aber wir immer vorne sind eigentlich hier, also das war leider trifft der Typ her. Und schon haben wir uns wieder halbiert, weil wir nie zweimal halten konnten. Zweimal halten ist auch unendlich schwierig und wir werden wieder reingehen. Jetzt ist wieder das, wo wir in jeder Hand drin sind. Das gegen As 5, komm, komm, komm. Och, Alter, 5. Was ist denn? Was ist denn los, Jungs? Könnt ihr das nicht einfach mal halten lassen? Genau das, Mensch. Das kann man machen, was man will, wenn man nicht einfach mal irgendwann halten darf, kommt man einfach nicht vor. Ich weiß, kann schon also runterbeten, dass irgendeiner N3 outet hier immer im wichtigsten Moment. Oder hier, jetzt haben wir 10. Mehrmals. Und hier setzen wir gegen Jacks, das ist auch mal was Neues, das ist gut. Und hier werden wir hoffentlich mindestens halten, wenn wir... Och, das ist scheiße. AK gegen Queens, komm, set mal. Du sollst setten, Kunde. Nee, du, ich. Fick dich. Och.
Wieder wichtigster Moment, zack, klappt nie. Super. Und warum? Weil Ass 10 nie gegen Ass 5 halten kann. Weil Ass 5 schön ist. Völlig klar. Oh, geh mir weg, wenn ich hier. Das heißt, weggehen. Alter. Und da muss man durch. Ich weiß nicht, was ein King hier in Minbet macht. Ich meine, ich hab gar nichts, aber ich hab mir jetzt einfach trotzdem mal gekocht, weil. Mag er. Oh, könnte man schon. Das könnte man echt durchtilten die ganze Zeit, wenn das wieder so in Phase ist. Das sieht dann Pokerstars aber auch nicht ein, dass man dann einfach mal irgendwann das wieder abstellen muss. Ich meine, das kann man ja mal eine Weile machen, um der Mathematik zu gefallen, aber dann darf man mal bitte wieder führen damit. Vor allem immer so völlig hässliches Zeug, also völlig unsinnig. Ja, um 2-9 werden wir trotzdem nie weglegen, also. Doch, wenn der mit seinem 4-6 Millionen endlich Angst macht. Und jetzt können wir halten? Können wir jetzt vielleicht mal halten? Können wir vielleicht mal halten? Ja, wir dürfen halten. Dann wird das jetzt unser Tournament, in dem wir in den Final kommen und unendlich Geld machen. Also erstmal unseren ganzen Verlust ausgleichen. Das war ja schon mal. Was will denn der? Können die Outsmanni von der falschen Seite kommen? Ich wäre gerne angekommen. Fisch, kann ich gleich sagen. Keine Ahnung zu betten. Meine, es muss eigentlich möglich sein, diesen Stack jetzt ins Geld zu bringen. Als erstes Mal bin ich Erster von 36. Und zweitens Mal muss so oder so möglich sein, 20.000 ins Geld zu bringen, weil. Okay, gegen AK, das typische halt. Das werden wir uns jetzt nie involvieren. Weil wir müssen den Stack auch stabil halten, solche Einerbogen wie manchmal ist es dann Quatsch. Wenn man vorne ist, dann bitte vorne bleiben. Zuletzt. Hier vorne, hier. Hier vorne bleiben. Das ist natürlich dann immer besonders nervig, wenn man schon den ganzen Tag nicht geschafft hat, ja. Dann wird es nämlich langsam echt langweilig. Jetzt muss man sich mal überlegen, ich zocke jetzt hier seit unendlich Stunden. Puh, tatsächlich, ich zocke tatsächlich schon seit unendlich Stunden. Tja, und wird nicht. Ah, zum Glück. Kann man auch mal Karten kriegen. Oh, nee. Nee, nee, nee. Was ist denn? Ja, ja. Und gegen 10-9, ist klar. 10-9 muss auch. Weiß ich nie, warum das da jetzt rein muss. Und das lassen wir nicht so und überhaupt. Jetzt muss man wieder spasten, weil jetzt ist alles vorbei. Ja.
Das. Ich meine, wir haben ja gesehen, dass Leute eh nicht folgen können und ach, naja, gut. Jetzt werden wir was, checkt er auch nicht, dann müssen wir uns wieder irgendwo reinlöhnen. Das bettet er sogar weiter aus, Alter, ich könnte rasten. Ich weiß nicht, was eine 3 so für Pläne hat mit ihren Gebäuden, das A7, das ist klar. Logisch. So, was ist denn das? Künstler. Naja, jetzt wurde er nass und hat halt die höhere Straße. Hochkoller trotzdem, weil ich bekloppt bin. Und jetzt kriegt man auch noch mal was. Naja, jetzt müssen wir uns langsam spätestens einsehen. Ich meine, es ist. Kann man halt. Nee, es gibt doch keine Riesackouts. Also. Einer von denen muss ja jetzt nass haben, ich meine, es ist ja. Den ersten Mal sind sie relativ gut. Ja, ja, natürlich. Der hat sogar Aces. Die haben wir ja völlig im Eisen. So, halten wir ja vielleicht. Wissen wir nicht. Dürfen wir nicht wissen. Interessiert uns nicht. Wir gucken einfach mal. Den offensichtlich. Nee. Ist auch schon wieder 2 inzwischen zugegangen. Schön. Es ist, sind wir langsam an der Zeit. Und hier ist auch mal gut, langsam wieder eine gute Hand zu kriegen. Vielleicht kartet ja mal einer oder versucht mal zu isolieren. Nee. Ja, dann. Pff, der ist eh so übelst interessiert, wenn er eine Hand hat. Ich meine, der guckt ja eh nie irgendwie auf irgendwas. So. Ja. Wir dürfen gegen so ein Pissdeck dürfen wir jetzt mal ausnahmsweise halten, auch wenn man gegen Pissdecks ansonsten nie hält. Weil die sich ja immer verdoppeln müssen, das kennen wir ja auch schon. Aber irgendwie durften wir es jetzt mal glücklicherweise, weil wir die glücklichsten Menschen auf Erden sind. Nur halt nicht gewinnen. So, rein. King ist immer schön. So, 12 gegen 8 ist auch schön. Rein. Es ist wieder so. Jetzt müssen wir uns halt mal wieder auf Standardsituationen konzentrieren. Und Standardsituation hier ist reinkrachen. So, wenn der dafür auch nicht minder ist in meiner Gegenwart. Vollhung. Aber callen kann er natürlich. Tag, Tag, Tag. All in und call und das lasse ich nicht zu. Da kann gehen, bitte. Ich lasse immer noch keine Minreise so, die geht so. Voll lang. Wenn das wieder einer der breiteren Generation ist. Puh, ist Queen, weiß ich gar nicht. Korschmerblas, ich meine, der wird schon eine Hand haben. Üblicherweise haben die Leute eigentlich eine Hand. Aber. Das sind übrigens nie Leute. Alter. Was ist denn, müssen wir drin sein? Gibt es ja was zu verdienen? Ja, der. Das. Also limp ist. Da bleiben wir doch dabei, auch wenn wir das mal abstellen wollen jetzt die ganze Zeit. So, hier werden wir angedroschen, wenn wir Tapir haben, das gefällt uns natürlich. Weil das kann eigentlich nicht sinnvolles sein. Also gut, Kings, Aces kann es auch immer sein. Auch Queens. Aber. Im Allgemeinen ist das Käse.
Ja, es sind Kings. Na gut. Dann ist halt doch wieder kein Käse. Dann trischt er halt dumm. Hey, ich hab Kings, ja, gerne mal rein. Wird schon garantiert einer bezahlen, der in der Stadt. Ja, ja, ist klar. Die dürfen auch wieder treffen, die Leute. Was ist denn hier los? Und schon bricht wieder alles zusammen hier. Gegen AK wieder mal. Und das geht sofort los. Weil As muss gleich treffen. Und schon wieder irgendwo raus. Und da vorne war mal auch irgendwo raus. Und irgendwie fliegt halt überall raus. Ne. So, jetzt war hier wieder unsere gute alte Minrace-Aktion mit wenig hier, der kann mal kacken gehen, oder was soll denn die Zungelimpe? Mit König irgendwas wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, wenn man rumlimpen kann die ganze Zeit, ne? Ja, Queen Check. Und scoret man dann noch unbedingt und trifft. Trifft einfach. Können die mal aufhören zu treffen? Arschlöcher. Na. King Queen, Kiss over 3 und trifft. Trifft wieder. Und trifft und trifft und trifft. Hier war es wieder wichtig. Und was passiert? Der Spast trifft. So, noch geht doch mal weg, Kunde. Das ist eine 3. Was hast du denn wieder? Bube 10 vor. Vollidiot. Alter. Das ist wirklich 200 Europod oder was? Gleich reindreschen, brauchen wir gar nicht zu diskutieren. Der kann jetzt mal bitte pushen oder so, es ist kaltisch direkt. Nee, ach. Quatsch. Du brauchst ja auch keine Chips oder was? Na gut, das ist wieder mal so ein völlig unfähiger. Da weiß glaube ich gar nicht, dass Pushen hier gut ist. Hier hätten wir noch wieder dreschen können, weil es wieder nicht so ist, die reinnimmt und die 100% ihre Hände bis jetzt spielt, auch wenn es noch nie viel sind. Ach Alter, mach doch mal hin. Kann man denn immer so langsam sein? Ja, zum Glück vorhin die Leute. Ich meine, wie gesagt, es hat auch nicht so geschädigt, da oben gegen den das zu verlieren, aber es kann einfach irgendwann mal halten. Ich meine, ich hätte jetzt auch lieber 30.000 Chips als 18.000. Ist ja nicht so, als bräuchte ich den hier irgendwann mal. Ich meine, wir sind schon wieder nur in 9 drin. Ist eigentlich wirklich lustig. So, Junge, hat's mal geschafft, irgendwas zu machen. Wurde wohl eine Hand gehabt haben. So, vielleicht rennen wir jetzt nie in Aces oder so. Das wäre auch ganz gut. Minrace aber. Gleich raushalten, also Minraces. Immer gut. Minraces sind. Gerade von solchen Leuten hier, die denken immer, sie müssten jetzt hier. Ich meine, es würde vielleicht auch bloß irgendwas sein, das muss man jetzt nicht haben, mit das nein. Ja, und kommt jetzt mal hier irgendwas? Müssen jetzt nie. Dass der manchmal einfach nie in der Lage ist, hier die Fenster nach vorne zu schieben. So eine Scheiße. Software hat echt Probleme. Und dabei sollten die eigentlich genug Entwickler haben, die einfach mal ein bisschen, was man eigentlich Köpfen feuern für so einen Scheiß. Sieh, was ist das? Ja. Rires auf 345, finde ich gut. Arschlöcher. Ja, wird mal gecallt, weil Caldwell gut ist. Zumindest habe ich einen Flashbuben. Und dann dreschen wir das jetzt hier einfach rein. Ja, schon wenn er so rüber pusht, muss er ein Idiot sein. Zack, Flash, herrlich.
wer so rüberhuscht, hat immer irgendwas und da wir ja Idioten unterstützen wollen. 15 pp, also eigentlich alles, was hier in Pockets ist, kommt hier an der Stelle rein. Das ist, wir versuchen uns ja irgendwie hoch zu flippen oder zu klauen, wie das üblich ist. Und das sind wieder die Riesen, die man eingeht, und dann heulen wir wieder, wenn wir es nie gepackt haben. Ja, der Unfähige schafft es immer noch nicht, 2 pp reinzustellen. Finden wir ganz gut, weil ich meine, wir wollen mit 2,6 jetzt auch nie auf Krampf rein. Und wie immer, Kartenbeschädigung mit. Kannst du machen, was du willst. Muss man gewohnt sein hier. Du kannst direkt bei 10, 20 auf 1000 Dresden wahrscheinlich schon was. Zweimal gecallt. Und der Bett ist idiotisch. So, der. Na, dann will ich jetzt hier nicht. Was machen wir mit idiotischen Bets? Wir callen sie. Das wäre diese Sache, und wenn er ein Ass hat, dann holen wir, aber dann haben wir auch nicht viel investiert. Ja, jetzt investiert er mehr. Das nehme ich dem Ass schon eher ab, ich meine, irgendeiner von denen hat meistens Ass. Ich weiß nicht, warum ich das kalle, aber weil es sind immerhin 4 Mann jetzt insgesamt. Ja, der hat keinen Korb nicht. Mal sehen. Sind noch die zwei, und die müssen noch lernen, wie das mit den Betten so ist und Bettsize. Die wissen halt nie, dass ein Minbett nie zwingend klug ist, egal ob man jetzt einen Nutz hat oder nicht. Puh. Das ist ja ein direkter Race hier. Muss doch rausgehen, jetzt hab ich jetzt auch keinen Bock. So, und jetzt verabschieden wir uns halt, weil wir nicht gesettet haben. Immer noch nicht. Kann man da langsam mal sehen hier? Naja, hat ein Ass halt. Ist halt bloß unfähig, das richtig zu betten. So, 9, 8, 11, ausnahmsweise nie. Ich weiß nie warum, das hätte man bestimmt pushen können. Aber. Nee. Diesmal nie. So, was ist das wieder für ein Overpush? Naja, gut, der spielt nicht. Also, spielt nie Sittenguss. Und wer nie spielt, der hat natürlich erstmal prinzipiell überhaupt keine Ahnung davon. Das sehen wir ja ein. Und 2,5 ist lächerlich zu kriegen. Ihr könnt jetzt mal langsam dazu übergehen, hier ins Geld zu gehen, hier, und ihr könnt euch mal ficken mit euren Racers. Ich meine, es ist immer ein Angebot hier drin, wenn die Leute hier drin sind. Na, Ace Queen, ist klar. Hat er was? Ach, klar, gleich 2 davon. Super. Egal wie unwahrscheinlich es ist, wir treffen trotzdem. Und wenn du flippst, treffen sie zweimal, um dir zu zeigen, dass es ein Flip ist. Auch wenn es mir nicht gefällt, stellen wir es rein. Und das ist das Komische, es gefällt ihm niemand, stellt es trotzdem rein. Uff, da ist eine Jacks, oder lass mich mal setten! Einmal am Abend soll dort setten, wo ich soll. Und nie, weißt du, scheiß Kunde, super, nicht muss wieder Nuts haben. Nie vielleicht mal einer von diesen Unfähigen. Ich meine, der ist auch unfähig, weil der kann das anders nicht spielen. Sind wir wieder im Geld und wir haben wieder Min-Cash rausgearbeitet. Sind wir nicht schön? Oh, das ist ganz schön. Kannst du durchdrehen.
Was willst du denn? Könnt ihr mal spielen? Rübe 5, super. Dafür werden wir jetzt den Big Blind nie loslassen. Ich meine, ist auch klar. Haben wir nicht mehr. Ja, ist Chroma, weil wir drillt sind. Oh ja, immer betten, wenn ich Outs hab. Nimmer früher oder später, ne, immer genau, wenn ich Outs hab. So, das wäre ein Pott, weiß ich nicht. Pott heißt, ich bin dumm. Wenn ich das mal so übersetzen darf. Ja. Jetzt haben wir so, hä? Ich hab ein Wort gekriegt? Wow. Das ist natürlich gut, weil da haben wir jetzt hier noch eine anständige Hand. Vielleicht geht ja doch noch was. Ich meine, es ist jetzt so ein bisschen die Hoffnung am Galgen, warum müssen immer irgendjemand kauen? Was ist denn? Ah, 3 pp, werf schnell weg. Kann er machen, was er will. Ja, man wird halt trotzdem gebaut, ne? Arschloch. Also gar nice. Und trifft eine 6, natürlich. Weil alle drei outen müssen heute. Alle müssen drei outen. Keine Ahnung, kann man auch kommen. Ja, das ist ja der Rückschlag. Ja, gestern durften wir halt drei halten, heute darf halt jeder andere drei halten. Glaube ich nicht mehr groß zu gucken. Ich ändere den 3 an. Mal wissen, warum die immer alle zugehen müssen. Hört auf, mich zu drei outen. Greif ich gar nicht in das Boot. Sag ich wieder, um schon den Gist zu kommen ist. Das sind aber auch nicht Leute, die können auch mal weiter betten. Wie soll man denn was geben, wenn die einfach nicht betten können? Zweimal sie macht sich Splitter. Jetzt wird's lustig. Ich weiß gar nicht, warum ich hier solche Statistiken habe. Das sind diese Sortschütze selten reisen. Gut, es kann dann schon sein, dass ich, wenn hier vorne einer reist, dass ich wahrscheinlich auch reinnehmen war. So. Und nie genug 3 Bits machen dann.
Ach nee, es können. Das ist jetzt auch Quatsch. Sehr schön mit der Lobby, die interessiert mich schon Qualm. Mal wieder. 3 pp. Und ich will auch gar nicht wissen, was da wieder passiert ist. Dass ich ja 3 pp verdient habe. Wahrscheinlich ist einfach nie was passiert. Was? 30? Das ist mich verarschen. Was war denn das für ein behindertes Stop and Go? Und die nächste Pause. Wir haben es wieder eine Stunde lang geschafft, nichts zu schaffen. Keiner hat irgendwas. Puh. Oh, ein bisschen witzig. Ja, das setzen wir aus, damit wir die Pause mitnehmen können. Ach, Jans, ich liebe dich. Wirklich. So, haben es jetzt alle außer den Versteher da vorne geschafft? Ja. Dann mache ich Pause bis. Ja, dann gleich.